Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Ja, der heutige Tag ist es ja. Das Gras ist noch nicht so weit. Wir müssen noch einen Tag warten. Ober, höchstens. Was er mir anzeigt aber ist, dass alles fehlt. Der BGH ist wieder alles leer oder geht Richtung leer. Ja, Gras leider geht auch zur Neige. Damit kommt ihr nicht lange hin. Bis die gärt, also neu. Das dauert noch. Gibt ja noch lieber leicht den Kühne, nicht die Lasche. Aber die werden eher brauchen als die BGH. Es wäre ungünstig, wenn die jetzt ohne da stehen würden. Die ganze Tastillage, das wird noch gehen. Ne, alles hier alle, ne? Das ist halt mal so. Die ist ja für die BGA gedacht. Könnte man auch für die Kühe nehmen. Ja. Aber wir wollen das ja für die BGA nehmen. Aber. Ja, Gras erstmal nicht. Das wird, sobald das aufgebraucht ist, wird das entsprechend. Aber ich könnte mal hier mal gucken, was unser Silo sagt. Das ist ja Gras hier drin, ne? Das dauert noch. Minimum 2 Tage, schätze ich mal. Ich weiß auch nicht genau. Aber bei 60% ist ja gerade mal die Hälfte, ne? Mehr oder weniger. Hier sieht es aber eher so aus. Und so schwer das Zeug. Dass wir hier Klavierhaufen das nutzen können für Mais-Silage. Wenn es dann Oktober, November, nur denk mal eher November, die nutzen können, ne? Wäre doch ganz gut, ne? Ich habe heute neue Mods aufgenommen. Ich muss mal echt gucken, ob ich das jetzt finden werde. Das ist der Megapack von Horsch, ne? Das ist aber jetzt ein Mod direkt, ne? Das war nicht das DLC. Ja, das nennt sich als Zwischenstück zwischen da wird es nicht drin sein. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es sein könnte. Das soll dazu dienen, dass man die Ballenpresse und den Häcksler dann betreiben kann. Wäre ganz interessant, wenn die Silos voll wären, dass man da entsprechend was nutzen könnte. Ne? Darum geht es ja. Aber ich weiß nicht genau, wo es sein könnte, drin sein könnte. Das ist mir. Aber ich werde zugen. Ich finde, wenn ich es brauche, dann würde ich es finden. Ne? Damit soll es dann gehen, damit man Häcksler und Dings bedienen kann. Ne? So, und hier ist echt nicht viel drinnen. Das ist ja richtig mal. Die Schatten sind dunkel, ne? Ja, ist halt so, ne? Ja, der LKW ist noch mal bei der Mühle. Ich wollte damit nie anfangen, weil ich schon mehrere Folgen mit dem LKW gekommen. Das ist ein bisschen ungünstig, ne? Aber die Grassilage reicht noch
Eineinhalb Stunden, dann sind es alle. Macht aber nichts. Ist halt so, ne? Müssen wir schauen. Ja, ja, na ja. Das ist die große Frage, ne? Das Ganze soll ja im Winter reichen. Wir haben jetzt September, ist noch zwar lange hin. Aber dann. Die ganzen Wiesen, die ich jetzt am Fluss habe, kann man ja auch zur Silage nehmen, ne? Die sind aber noch nicht reif, also noch nicht so reif, dass man sagen könnte, oh ja, man könnte jetzt sofort loslegen, ne? Klar, könnte man jetzt das mähen und dann in Ballenform pressen, das ginge. Aber ist noch nicht ausgereift, ne? Also zu 100%. Soll ja auch sich nicht lohnen, ne? Aber es kommt natürlich fast zur gleichen Zeit mit Mais, ne? Das ist das einzige Problem, ne? Bei den Ballenpressen. Das geschieht doch alleine. Mehr oder weniger. Ne? Ich hätte ganz gerne unser Weizen noch gedüngt. Mit Gärreste. Und da fehlt noch ein bisschen was. Aber das wird auch heute alle. Das ist halt so, ne? Das ist der Hafer, den wir auffällt. 37, 20 und 53 geerntet haben. Ich hatte ja Hafer als Korn auf Feld 5 genommen. Das ist ja aktuell sogar im Lager. Das ist ja richtig Kapital, ne? Das soll ja im Dezember oder so, im Januar oder verkauft werden können. Vom Preis her. Ja, die 900.000 täuschen. Ich habe 1,2 Millionen Schulden. Die mir neulich auf, dass ich Zinsen zahlen muss. Aber ich will ja nach Möglichkeit die Maisfelder kaufen und dann nachher 1, 2, 3, 4 Silos könnte man wohl machen. Und das wird natürlich garantiert leer bis dahin. Sonntag ist heute. Jetzt die Folgen, die ich jetzt nach dem Urlaub vorbereite. Nächste Woche ist abgesichert. Übernächste Woche ist auch zur Hälfte schon hochgeladen. Die andere Hälfte, ja gut. Ist schon aufgenommen, nur bearbeiten. Ist in Ruhe, muss aber gemacht werden. Ne? Und natürlich alles bei YouTube ausfüllen etc. Das macht am meisten Arbeit. Und einen guten Titel einfallen lassen, das ist auch noch ein Ding. Ich meine, heute habe ich sagen, heute habe ich gut aufbezahlen. Weiß nicht, wo das liegt. Na gut, ist eine Laune des von YouTube, ne? Die einen gut und oft vorschlagen. Dann geht das ganz gut. Dreck. Naja. Naja, war ich bei 5 Geschwindigkeit. Geht was vorwärts, ne? Die muss ja Licht anmachen, Mensch.
leider sehr realistisch im Spiel. Schatten und so, ne? Das Spiel zaubert bei mir, ist da einer, ja gut. Mir ja neulich mal der Marsch passiert. Kommt aber erst noch die Folge. Eine Flugmission gibt es. Eigentlich auf Flügen keine Lust habe. Aber aufwendig. Müsste aber auch den Traktor nehmen, der angeboten wird. Ne? Weil ich habe zwar auch Flüge, so das Ding ist leer. Oder? Jo. Ist leer. Jetzt sind 5000. Wie ausgefegt, ne? Und er jetzt keinen Haufen macht. Das ist komisch. Jetzt macht er keinen Haufen mehr. Was ist doch so, ne? So, dann holen wir noch ein bisschen Mist. Das haben wir garantiert noch da. Wie gesagt, die Silage brauchen wir für die Kühe den Rest. Grassilage. Geht er aus, dann rollt er weiter. So, was haben wir drin hier? Läuft. Ja gut, die Lage erste. Geht so schnell weg, ne? So, Milch verteilen und gleich mal einen Kurs einfahren, ne? Die gute Milch. So. Müsste hier funktionieren. Jo. Ich habe ja, das kann ich auch noch löschen hier. Ne? So. Da könnte ich aber den gelben nehmen. Den gelben. Also eine Nebenstrecke. Milch beladen. Logisch, ne? Buchstaben, ne? Man muss ja schreiben. Buchstaben groß. Dann noch einen zweiten Stahl. Das ist das Schöne bei Autodrive. Übrigens gibt es heute eine neue Version. Die 12er, 2012. Dass man da nicht ständig neue Strecken einfahren muss, ne? Sondern man auch die vorhandenen Strecken nutzen kann. Ne? Kursplay hat natürlich so eine Stärken auf dem Feld, ne? Das darf ich nicht schlechter. Hier ist auch ein Kurs. Oh ja, sehe ich gerade so. Hier ist irgendwas,
weiß nicht genau, was das für ein Kurs ist. Hier ist es schwierig. Den größten Trecker natürlich, ne? Den anderen muss ich dann löschen. Dann denke ich. Das sind ja die Kurse jetzt. Das ist jetzt nicht gelb. Das sind die Kurse jetzt. Von der zweiten Thüringen-Karte. Also ist jetzt nicht, dass es nicht streng. Eine Taste Höhe. Ich möchte ja eigentlich komplett, wenn es geht, auf asphaltierten Wegen fahren, ne? Hier muss ein bisschen noch asphaltiert werden, logischerweise. So, Punkt 1. Weiterfahren. Noch ein Stückchen. Ja, das ist ja nun beides mal gerade das gleiche, ne? Machen wir anders Milch. Abladen. Ja. Ja. Hauptsächlich hab ich richtig. 3. 1. Das garantiert der Kälteschirm, wenn mir der Eindruck, dass es so ist. Da ist ja Melan, der Mod Butter und von Käse. Das kann ich gerne ein bisschen verschieben, notfalls. Ich probiere mal, muss wahrscheinlich korrigieren. Hier ist natürlich jetzt, na gut, wenn nur einer fährt, geht's. Ne? Im Gegenverkehr darf hier keiner kommen. Hätte ich die Dinger vorher anders bauen müssen, ne? Die Straße kriege ich ja nicht weg, glaube ich nicht. Höchstens. So. Gut. Das müsste funktionieren. Auch nicht mit dem Traktor, das ist jetzt Quatsch. Und der ist so groß dafür. Macht keinen Sinn, ne? Müssten wir einen kleinen extra kaufen oder. Oder einfach. Ja. Ich weiß nicht, wieso da der Kurs noch ist, aber ich weiß, was da war nicht früher. Ich weiß es nicht. Bin mir jetzt nicht bekannt. Und hatte ich da selber schon einen Kurs gefahren gehabt? Kann auch sein. Weil El Matador hat ja praktisch. Auch nur die, ja, die, na, fällt mir nicht ein,
die Hauptstraßen und Verkaufsstellen und so weiter. Das ist ja auch wichtig normalerweise. Alles andere kann er eh nicht wissen, ne? Wie die, wenn sie Betriebe setzt, wie das dann aussieht, ne? Das weiß ja im Grunde keiner. Ich hab den nicht gelöscht. Weiß nicht, wie es geht. Mit der Maus. Einfach mit der Maus. Ja, der Punkt war schon richtig. Kann natürlich auch hier eine Wiese sein. Ah, jetzt weiß ich, ich weiß, das war das andere Teil, wo die Produktion über. Mein, bis da kann ich ja. Jetzt weiß ich wieder. Ja, logisch. Gebäude auch gleich löschen. Das ist riskant, ne? Und den richtigen löscht vor allen Dingen. Das scheint im Gebäude keiner zu sein. Scheint. Mal höher gehen. Ja, das. Naja, gut. Die Punkte können wir nicht. Das wäre äußerst blöd, wenn ich die Punkte hier löschen würde. Deswegen wollen wir die Punkte auch sehen, wenn ich das lösche. Also die Dinger im Gebäude raus. Oh, das war stark. Nebenbei. Dann kann ich die Leute auch gleich löschen. Denn die hat mir ja praktisch die Ballen gepresst. Mit dem Förderband. Weil das war so ertragreich, das Feld, dass ich vor Ort nicht pressen konnte. Das dauerte so lange. Mit 3 km/h sei gefahren. Das macht ja keinen Sinn, ne? Ich ganz normal gehäckselt und dann hierher gefahren und dann mit der Ballenpresse und hier LU Vermeter abbauen. Vermeter macht ja hier auch keinen Sinn, weil wir haben die Rohstoffe nicht. Was sag ich, ne? Gut. Haben wir alles gelöscht. Und den Punkt noch anschließen, für mich beladen, ne? So, kann von hier ranfahren. Gelb deswegen, gelb heißt immer für Autoreif, das ist eine längere Strecke. Das hier mal das Gelb. Damit es nicht für Berechnung genutzt wird, die vielleicht ja. Also im Prinzip. Wenn jetzt theoretisch die Milch nicht alle wäre und da wäre nur Viertel voll. Dann würde er gar nicht weiterfahren. Und er würde andere Strecken dafür blockieren. Deswegen ist das besser, man macht das so. Kann jeder machen, wie er möchte, ne? Gut. Kurs eingefahren. Müssen wir nur gucken, dass wir da einen Traktor haben, den wir dann nutzen können.
Den aber nutzen wir für die Ballenpresse. So, mal die Kurse ausmachen, das ist eine ganz schöne FPS-Glocke. Dann müsste ausreichend sein. So, Silage bei alle. Gülle könnte noch sein. Oder wäre auch nicht so viel, ne? Ich werde mal alles, was mit Gülle zu tun hat, ausschalten. Grasilage auch. Ich glaube, da haben wir Kosten, haben wir das lassen. So. Mist können wir fahren. Das können wir noch machen, ja. So. Dann hier. Steht ja auch Kosten, ne? 60 Euro pro Monat. Oder pro. Ja. 360, keine Ahnung. Die Lage Nachgäre, Rohmethan. Gülle, das ist mir zu wenig. Wollen wir eher wissen, das ist, was ich nicht verstehe. Das ist alle. Die andere ist ja auch noch da. Ja, eine BGH. Weiß aber jetzt gar nicht, wo es ist. Nehmen wir den kleinen. Wenn wir die aktivieren. Beides überfordert. So, Mist. Werden wir gleich holen. Das dürfte groß. Jetzt melde. Mineralfutter, klar, 3 Tage, das reicht aus. Das andere wäre ja Silage. Könnte man noch. Oh, da ist ein Traktor vor. Dann holen wir hier. Die Ballenpresse. Müsste oben sein. Die Rundballenpresse. Habe ich die eigentlich, die Vivian? Mal gucken. Da. Das andere Teil werden wir vielleicht durch Zufall finden. Wie es meistens so ist, ne? Da wollte ich mal gucken, ob da was anderes gibt, was besser wäre, ne? 30, weniger. 10 Meter. Die hätte 12 Meter. Das ist ja auch ein neues Paket, ne? Ja, das ist auch nicht so. Das geht nämlich darum, Straßentransport, und zwar das vordere Teil. Wenn die eine größere Arbeitsbreite haben wollten, müsste das Ding vorne breiter sein. Dann könnte aber hinten diese Abstände größer sein. Das wäre ein Problem im Straßenverkehr. Deswegen ist das meistens nicht so, ne? Eigentlich das Thema, was wir auch haben. Das macht bei uns ein Schweißroboter, die Dinger anschweißen. So. Ach, mit Förderband. Das haben wir mittlerweile auch schon wieder. Aber als aber nicht als Mod. Hier haben sie das Original. Naja. Naja, das ist hier mit Schnecke hier. Es gibt unterschiedliche Systeme.
Mal gucken wegen Ladewagen, wegen Ballenpressen. Ob es die dabei ist, die jetzt nicht. Ich glaube nicht. Ah, habe ich sie nicht drauf. So, auf dem Rechner. Macht aber nichts. Das ist ein gutes Stück. Da oben. Im schlimmsten Fall muss man eben kurz fahren lassen, ne? Und dann hinterher schon mal einsammeln. Das soll schon heute gewesen sein. Ich sag mal schon Dank, dass Sie reinschauen. Ja, tschüss, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.